wir sind zusammen, das Büro Brand 3 Architektur. Speziell bei uns ist, dass wir uns während dem Studium lernen kennen und eigentlich schon während dem Studium ein Büro gegründet. Haben beide Lehre gemacht im Holzbau, kommen eigentlich von der handwerklichen Seite und haben dadurch eigentlich auch den Mut gehabt, sofort ein Büro zu gründen. Und wir wollen uns eigentlich nicht in dem Sinn spezialisieren, auf etwas festlegen. Wir haben nicht einen formalen roten Faden, den wir versuchen durchzuziehen. Spannend ist sicher, wenn man merkt, dass es eine Dialogfähigkeit gibt von Seiten der Bauherrschaft, also wenn sie interessiert sind, daran ein Projekt zu entwickeln. Uns ist es aber auch explizit wirklich völlig egal, was das ist, in welchem Bereich, ob das ein Wohnbau ist oder ob das ein Ökonomiebau ist. Uns geht es eigentlich um die Aufgabe, wenn die interessant ist, wenn wir dort das Potenzial drin sehen, um etwas zu entwickeln, dann ist sie für uns spannend und dann machen wir das eigentlich auch. Ich muss noch mal drauf haben, mal schauen, wie es aussieht. Das Projekt ist 2010 fertiggestellt worden. Es befindet sich in Wallisellen und ist ein Anbau mit einem Musikzimmer und einem Büro. Hier war die Voraussetzung, möglichst viel Raum für möglichst wenig Geld zu realisieren. Möglichst viel Raum für möglichst wenig Geld. Da ist die Idee gekommen, einen Seekontainer in den Garten zu stellen, wo es gegenüber gibt zum bestehenden Haus. Und ich denke, das macht das Spezielle im Projekt aus. Es steht jetzt zur Diskussion, um das Projekt weiterzuentwickeln. Wir haben mit Menschen zu tun, mit Bäckern zu tun. Bei uns läuft eigentlich ein Projekt zusammen. Wir sind da mal im Auge des Wirbelsturms und das ist sicher das, was Spannende ist, das, was ausmacht. Wir haben unser Masterstudium 2007 abgeschlossen. Ich konnte vom Studium mitnehmen, eine Freundschaft und ein Büro. Das ist sicher das in erster Linie, aber auch ein grosses Netzwerk. Also wir haben mit den Dozenten zum Teil weitergeschafft und auch ganz konkret Unterlagen, Ordner, wo man einfach, wenn man am Schwimmen war und nicht mehr weiter gewusst hat, ist man wieder dort schauen. Und das hat einem dann wieder geholfen, so als Basis. Und schöne Erlebnisse in der Seminarreise. Gell?